Das wesentliche Argument für das, was sozusagen hinter diesem Bildchen steht, also dass da jemand seinen Rentenbescheid bekommt und dann heißt, sie können hier direkt durchgehen zum Sozialamt, weil das hinten und vorne nicht reicht, ne? Das ist hier einfach gemeint durch dieses Bild, ist eine zahlenmäßige, zahlenmäßige Tatsache. Halten wir mal fest. Bei der Einführung, also jetzt sind wir bei Bismarck wieder, war das Verhältnis von Arbeitern / Angestellten zu Rentnern 7 zu 1. Halten wir das mal bitte fest. 7 zu 1. Das heißt, 7 Arbeiter / Angestellte versorgten sozusagen einen Rentner. Umlageverfahren. Nicht Bismarck natürlich, wie ich gerade gesagt habe, sondern Adam. Ja? Heute ist das zahlenmäßige Verhältnis knapp 2 zu 1. Knapp 2 zu 1. So, und dieses Argument ist sehr, sehr stark benutzt worden und ist auch sehr stark dramatisiert worden. Und ich muss mir ankreiden, dass ich auch eine Zeit lang das so verbreitet und vertreten habe. Ich sehe das heute anders. Ich sage nicht, dass hier kein Problem ist. Das sage ich nicht. Aber was bei dieser ganzen Diskussion völlig unter den Tisch gefallen ist oder was man nicht auf den Tisch hat kommen lassen, ist, dass heute 2 Arbeiter/Angestellte sehr viel produktiver sind als die 7. Ja? Also diesen Faktor der Produktivität, der ist in der Diskussion so gut wie nicht aufgetaucht. Und mein Verdacht ist heute, dass die Lobby der Versicherungswirtschaft, finanzkräftige Leute, den Staat so lange bearbeitet haben durch Lobbyarbeit, dass der Staat dem schließlich nachgegeben hat, weil die Versicherungswirtschaft dieses Milliardengeschäft haben wollte. Ja? Das Milliardengeschäft, das ansetzte mit dem Argument, die Rente reicht nicht mehr, bitte investiere in privatwirtschaftliche Versicherungsprodukte. Wir haben da einiges im Angebot für Sie. Ja, das ist heute mein Verdacht. Ich sage nicht, da ist kein Problem, überhaupt nicht, aber dieses System, dieses Problem ist sehr, sehr dramatisiert worden, weil, wie gesagt, das ist mein Verdacht, die private Versicherungswirtschaft dieses Geschäft haben wollte. Ja, und der Staat hat gesagt, ja, das passt uns ganz gut in den Kram. Ne? So, und deswegen ist das so gelaufen.